Parität. Das heißt, die Gleichheit aller in ihrem Ansehen und ihren Möglichkeiten, getragen von Toleranz, Offenheit und Vielfalt. Toleranz, Chancengleichheit, sind das nicht auch heute die großen Themen unserer Zeit? Schon vor 70 Jahren dachten sich einige Menschen in NRW, dass wir mehr soziale Gerechtigkeit brauchen, dass jeder Mensch die gleichen Chancen im Leben verdient hat. Aber hatten wir vor 70 Jahren die gleichen Herausforderungen wie heute? Sehen wir uns die Geschichte doch einmal an. Als Deutschland 1945 in Trümmern liegt, schlägt auch für den Wohlfahrtsverband die Stunde Null. Als sich der Paritätische 1949 neu gründet, will er vor allem schneller und unbürokratischer helfen als die staatlichen Stellen. Die Nachkriegszeit. Zerstörung, Wohnungsnot, zu wenig Schulen und Kindergärten, Vertriebene. In diesen Zeiten soziale Gerechtigkeit zu schaffen, das klingt kaum machbar. Genau in der Zeit wird der Paritätische NRW gegründet. 19 Vereine mit sozialen Zielen sind zuerst dabei. Am Ende des Jahrzehnts sind es mehr als 150. So groß ist damals das Engagement für all die Menschen, die Hilfe brauchen. Die Jugend in den 50ern, ein wichtiges Thema für uns. Zu den ersten Mitgliedsorganisationen zählen viele Landschulheime, Studentenwerke, Jugendwohnheime, Kindergärten und Kinderheime. Damals musste richtig was aufgebaut werden, ein ganz neues gesellschaftliches Leben. Der Paritätische entsteht, weil eine Handvoll Menschen sicherstellen wollen, dass die vielen kleinen sozialen Vereine, das einzelne Kinderheim, das einzelne Müttergenesungswerk sich nicht im Kampf um die Finanzierung verlieren. Anpacken ist angesagt. Die erste ehrenamtliche Geschäftsführerin des Paritätischen NRW arbeitet von ihrem Wohnzimmer aus. Einfach machen. Das war das Motto. Essen auf Rädern. Ach, das entstand also damals. Alte und bedürftige Menschen bekommen ihr Essen in den 60er Jahren erstmals nach Hause geliefert. Schweinebraten mit dunkler Soße aus dem Kofferraum eines Opel Rekord. Nicht schlecht. Das Essen muss damals sogar noch heiß zu den Menschen gebracht werden. Es ist schließlich die Zeit des Henkelmannes, nicht der Mikrowelle. Ein Mahlzeitenbringdienst. Heute gibt es an jeder Ecke einen Lieferservice. Damals war das etwas vollkommen Neues. Die Hilfe kommt erstmals zu den Menschen nach Hause. Dass keine von unseren Initiativen Schiffbruch erleidet, sondern dass man zusammensteht, um der Farbigkeit willen, nicht um selbst stark zu werden. Das selbstverständlich auch, denn sonst kann man sich nicht helfen. Aber dass es mindestens so wichtig ist, auch den anderen zu unterstützen, damit unsere Sozialarbeit die farbigste ist, die man sich vorstellen kann. Der Paritätische NRW hat damals die Perspektive gewechselt und die Dinge verändert. Bis heute. Das gilt auch für einen weiteren wichtigen Bereich. Erst ab Mitte der 60er Jahre wird die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten überhaupt systematisch gefördert. Damals schließen sich immer mehr Vereine dem Paritätischen NRW an, die eine Alternative zum Heim suchen. Es geht hin zu einer Betreuung in Kleingruppen oder in der eigenen Familie, dem eigenen Wohnumfeld. Hilfe zur Selbsthilfe. Ein eigenständiges, alltagsnahes Leben ermöglichen, statt Rundumversorgung im Abseits. Das alles beginnt in den 60ern. In den 70ern waren plötzlich Dinge möglich, die vorher undenkbar waren. Jetzt entscheide ich, wie Kindergarten sein soll. Das war das Credo in den 70ern. Erstmals gründeten Eltern ihre eigenen Kindergärten. Sie wollen ihren Kindern ein offenes Weltbild mitgeben, die Dinge anders machen. Die meisten Elterninitiativen in NRW suchen damals Anschluss beim Paritätischen und verdoppeln unsere Mitgliederzahlen auf 800. Bis heute bringen die freien Einrichtungen Vielfalt in die Kita-Landschaft. Dabei ist es im Laufe der Jahre nicht gerade einfacher geworden, einen Kindergarten zu betreiben. Wir helfen den Elternvorständen bei allen Fragen, von der Betriebsorganisation bis zur Finanzierung. Wir setzen uns auf politischer Ebene für die kleinen Träger ein,
weil wir an unseren Grundsätzen festhalten, weil es immer richtig ist, Selbstständigkeit zuzulassen und zu fördern. Dazu passt auch, dass 1971 das Paritätische Bildungswerk gegründet wird. Neue Arbeitsansätze entwickeln, Fortbildung ermöglichen, die konfessionell und politisch unabhängig ist. In den 80ern wird endlich offen über Gewalt in der Partnerschaft gesprochen. Endlich gibt es einen Ort, an dem sich Frauen jeder Herkunft in Sicherheit bringen können. Der Paritätische NRW ist von Anfang an dabei. Genauso wie bei vielen anderen Fraueninitiativen, die sich in dieser Zeit gründen, von der Beratungsstelle bis zur feministischen Jugendarbeit. Aber die 80er hatten noch ein größeres Thema, HIV. Der Verband stellt sich damals solidarisch hinter die Queer-Bewegung. Das gilt bis heute. Die zahlreichen Organisationen der Schwul-, Lesbischen- und Trans-Bewegung unter dem Dach des Paritätischen NRW sprechen dafür. Und dann ist da noch das große Thema gesundheitliche Selbsthilfe. Die Dinge selbst in die Hand nehmen, den Ärztinnen und Ärzten Paroli bieten, neue Wege finden, sich austauschen, darum ging's. Deshalb entstanden Selbsthilfegruppen für Parkinson, Rheuma, Krebs und viele andere Krankheiten. Zudem ermöglichte die Gründung der Paritätischen Geldberatung die Unterstützung unserer Mitgliedsorganisation bei der Finanzierung sozialer Arbeit und der Realisierung sozialer Projekte. Dass wir nicht nur über juristische Personen arbeiten, sondern dass wir wirklich über Menschen und Mitmenschen reden, die vor Ort einerseits Probleme haben, die einer Lösung zugeführt werden sollen, andererseits die Fähigkeit und Bereitschaft haben, zur Lösung dieser Probleme teilzuhaben. Unsere Mitgliederzahl wächst in dieser Zeit um 150%. Das bringt den Verband an seine Belastungsgrenzen, gibt ihm aber auch endlich ein erheblich größeres Gewicht in politischen Gremien. Massenarbeitslosigkeit, Staatsverschuldung, die 90er Jahre waren keine gute Zeit für soziale Gerechtigkeit. Noch ein Thema war in den 90ern allgegenwärtig. Fremdenfeindlichkeit. Wir haben damals die Kampagne Gemeinsam handeln gegen Gewalt gegründet. 1991 schaffen wir es durch einen landesweiten Elternprotest, dass beim Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder die Besonderheiten der Elterninitiativen berücksichtigt werden. Auch in den 90ern gegründet wird Paridienst als Tochterunternehmen des Paritätischen NRW. Er unterstützt unsere Mitgliedsorganisation in betriebswirtschaftlichen Aspekten und mit reichlich Know-how. 1999 wird die Stiftung Gemeinsam handeln gegründet. Wer einen Teil seines Vermögens einem sozialen Zweck zur Verfügung stellen möchte, findet bei uns die richtige Organisation. Wir halten zusammen. Wir lassen uns als Gesellschaft nicht spalten. Das war unser Credo zu Beginn des neuen Jahrtausends. Es sind Zeiten, in denen der Paritätische NRW immer politischer wird. Wir sind bei der bundesweiten Kampagne gegen soziale Kälte dabei und kämpfen weiterhin gegen Rassismus und Gewalt. Wir stemmen uns gegen Mittelkürzungen in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und starten die Kampagne NRW bleibt sozial. Nach der PISA-Studie fordern wir die Politik auf, mehr Kita-Plätze für unter Dreijährige zu schaffen und die Sprachkompetenz zu fördern. Wir setzen uns für ein praxistaugliches Kibitz-Gesetz ein. Geflüchtete integrieren, den Pflegenotstand bekämpfen. Das sind die Themen, die uns im aktuellen Jahrzehnt beschäftigen. 2011 haben wir 11 Flüchtlingsberatungsstellen unter unserem Dach. 2015 sind es 60. Wir kämpfen weiterhin für Zusammenhalt in der Gesellschaft und richten neue Fachbereiche ein. NRW macht sich gemeinsam mit den anderen Landesverbänden und dem Gesamtverband stark für Vielfalt ohne Alternative und positioniert sich eindeutig für eine offene Gesellschaft. Wir werden in den sozialen Netzwerken aktiv, wollen auch öffentlich mitreden und uns für unsere Ziele stark machen. Wir machen weiter.
Wir sind stolz drauf, dass sich 3.100 Mitgliedsorganisationen mit mehr als 6.400 Einrichtungen und Diensten unter unserem Dach versammeln. Darunter auch noch immer Vereine der allerersten Stunde. Danke euch allen für eure Ideen und euer Engagement. Wir sind stolz darauf, dass wir euch auf euren Wegen begleiten und den Rücken stärken konnten. Und wie damals gilt auch heute, wir verändern.